3 Jahre und 3 Monate Haft für den Täter im Fall des getöteten Marco aus Rosenheim. Für Aufruhr sorgte ein Beweisantrag der Verteidigung am 2. Prozesstag. Es war Folgendes beabsichtigt. Die Kammer hat es ja auch erkannt. Es ging darum, dass man auch bei aller Tragik dieses Vorfalls, überhaupt keine Frage, ich sage jetzt mal ein Psychogramm des Opfers erstellt. Und das Opfer ist mindestens 6-mal polizeilich in Erscheinung getreten, immer in Verbindung mit Alkohol. Und das Opfer hat auch in anderen Fällen schon den Mittelfinger vorgezeigt. Ja, die Verteidigung hat in einem zulässigen Verteidigervorbringen natürlich versucht, das Leben des hier Getöteten, ich will jetzt nicht sagen schlecht zu machen, aber doch auszugraben, was er schon alles getan hat, was letztlich mit dem hier vorliegenden Verfahren nichts zu tun hat. Und ich empfand das als eine schlechte Stimmungsmache und die habe ich zumindest auf moralischer Weise nicht toleriert. Rechtmäßig, wenn auch moralisch verwerflich, nahm der Beweisantrag auch Einfluss auf das Urteil. Naja, sie hat letztlich dahingehend Einfluss aufs Urteil gehabt, weil das Gericht gesagt hat, sie können nicht ausschließen, dass diese provokante Handbewegung des Getöteten hier gesetzt wurde. Wenn ich auch der Auffassung bin, es gibt hierfür überhaupt keinen Nachweis, nur weil möglicherweise früher mal ähnliche Handlungen waren, haben die natürlich keine Wegzeigung auf das, was jetzt zu verhandeln war. Weiter erkannte das Gericht keinen minderschweren Fall. Dem Verteidiger des Angreifers erscheint diese Erkenntnis als nicht konsequent. Also das Gericht hat keinen minderschweren Fall angenommen, der aber von mir beantragt und auch begründet worden war. Wenn man jetzt mal das Ergebnis sich wegdenkt, das heißt diese 3 Jahre, 3 Monate, muss man sich fragen, warum es nicht dazu gekommen ist, weil fast durchweg positiv seitens des Gerichts über den Angeklagten gesprochen worden ist. Diese Einzelfallbetrachtung, dass er die Alkoholisierung nicht erkannt hat, dass er provoziert worden war, dass es nur sehr gering vorhersehbar war, dass dann dieses tragische Ereignis eintritt. Nur 3 Punkte von vielen, die ich jetzt hier angeführt habe. Insofern überrascht es schon, dass das Gericht hier nicht den minderschweren Fall angenommen hat. Aus meiner Sicht ausschließlich ergebnisorientiert ist man an die Sache rangegangen. Man wird es aber dann sehen, wie das Gericht das Ganze im Rahmen der schriftlichen Urteilsgründe darlegt. Wenn das Gericht, ohne dass ich jetzt hier, sage ich mal, überheblich jetzt wirken möchte, aber wenn das Gericht tatsächlich genauso im schriftlichen Urteilsgründen ausführt wie in den mündlichen Urteilsgründen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass dieses Urteil beim Bundesgerichtshof Bestand haben wird. Wir werden auch in Revision gehen, weil die Gründe, die wir heute hier gehört haben, seitens des Gerichts nicht überzeugen konnten.